So, bevor jetzt irgendwas passiert, herzlich willkommen auf jeden Fall erstmal zurück zum Fernbus-Simulator, nicht Flixbus-Fernbus-Simulator. Ja, heute habe ich mir eine neue Route erstellt und wie ihr seht, bin ich gerade so ein bisschen daran am Arbeiten. Das habe ich ja in der letzten Folge so ein bisschen noch gemacht. Wir fahren heute die Strecke Usedom-Ahlbeck, Stralsund und Sellin. Sprich, von Usedom nach Rügen. Sprich, ein bisschen die Insel oben mitnehmen, die Ecke da mitnehmen. Ja, ich muss noch viel lernen, dieses Spiel. Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt tatsächlich mehrere Haltestellen, die noch nicht frei sind, dass wir die noch nicht anfahren dürfen, dass wir die ja schon anfahren dürfen. Wir könnten sie anfahren, müssen sie dann also quasi dann freischalten. Finde ich cool. So, wir speichern sie und werden sie fahren. Usedom Zelli. Und fortsetzen. So, check die Passagiere ein. Da sind sie schon wieder alle an Bord. Moment, heißt, wir können eigentlich direkt. Ich will mal ganz kurz nochmal die Tankanzeige gucken, dass wir wissen, wo ich ran muss. Sieht gut aus. Dann kann ich unterwegs tanken zur Not. Ja, aber jetzt habe ich schon genug Zeit. Moinsen! Hallo, hier, mein Ticket. Es sind insgesamt 10 Leute. Also, wir fahren jetzt. Du möchtest nach Stralsund. Über Stralsund fahren wir ja. Danke sehr. Hallo. Wo möchtest du hin? Ja, du fährst nach Sellin, ne? Ja, das ist perfekt. Auf geht's. Grüezi, ist das gültig? Ja. Vielen Dank. Moin, fahren Sie Moin. In meine Richtung? Ja, nach Sellin. Ich hab Beiler. Sehr freundlich. Sollen wir ein bisschen auf die Dame achten? Grüezi, mein Ticket. Nach München? Nee, sorry. München ist falsch. Ahlbeck? Ja, doch, ne? Warte mal, Haltestellen? So, sehe ich das richtig? Haltestellen. Wir fahren nach. Wir müssen ja nach Ahlbeck. Nach Ahlbeck ist richtig, das ist auf unserer Route. Das ist die. Warte mal, also die Körbe. Da ist sie. Sehr freundlich. Jo. Rührt sie mein Ticket? Steinhude. Ne. Dann suche ich mal meinen richtigen Bus. Du bist auch falsch. Sag mal, seid ihr alle Geschwister? Ihr seht irgendwie alle gefühlt alle gleich aus. Ahlbeck, ja. Ja. Inga Wörner, da ist sie doch. Sehr freundlich. Moin. Sie wollen Moin. Bestimmt mein Ticket sehen. Ich will das. Du willst das, Celine? Celine. Das ist die Dame Mathea Armbuster. Passt perfekt. Du bist. Tag. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Mathis Pütz. Ciao. Jawohl, ist der Mathis. Mahlzeit. Hier mein Ticket. Chiara Ott. Wo bist du? Chiara Ott? Name jetzt gerade nicht. Du bist bestimmt falsch. Frankfurt. Nein. Da habe ich mich wohl vertan. Rührt sie hier mein Ticket. So, Michelle Herz ist da unten. Vielen Dank. So, und jetzt fehlst du noch du. Mahlzeit. Du möchtest hier ist mein Ticket. Nach Sellin. Bist du hier lieber Busch? Bist du das? Ja. Vielen Dank. So, was möchtest du jetzt hier von mir? Du bist jetzt einfach nur so aus Spaß hier. Alles klar. So, dann mache ich meinen Bus soweit fertig. Tanken brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir haben Abfahrt 18.48 Uhr, sprich in 14 Minuten. So, ich kann ja auch wahrscheinlich die Fahrt müssen wir ja früher übergehen. Das will ich jetzt auch tun. Wir haben ja alle auf der Liste im Bus jetzt. So, ich check mal gerade durch. Nee, das lassen wir gerade mal noch so sein, wie es ist. Das ist okay. Alles klar. Die Kader rein. Klimaanlage. Gehen wir mal auf 24 Grad. Und hier mal Küche frei, WLAN frei, WC weiter. Das weiter. Dann sperren wir mal ganz kurz aufs Ding.
So. Stupi. So, ihr zwei bleibt draußen, wa? Türchen zu. Und dann starten wir unsere Fahrt. Ja. Man sollte auch links reinsitzen, Gang reinsitzen. Jetzt haben wir die übelsten Stau. Klima. Ich hab die Klimaanlage zu heiß, okay. Jetzt meckert ihr wieder, weil die Klimaanlage zu heiß ist. Das ist 24 Grad. Ich schätze runter 20. Ja, Ankunft in Ahlbeck, 19.10 Uhr. Wir haben 28 Kilometer bis Ahlbeck. Und jetzt müssen wir hoffen, dass hier der Stauber sich gleich auf ist. Da steht es auf 20. Dieser Tanken brauchen wir jetzt nicht. Ich stehe jetzt hier ewig rum, oder was? Ich muss hier ewig da vorne sitzen. Weil da sitze ich hier zumindest nicht, weil ich die Gesichtsbeine links. Ja, das ist doch schon wieder alles. So sieht doch besser aus. Ich sehe die Dingsanzeige, die. Jetzt sehe ich zumindest alles. Ich fahre jetzt raus. Aber das ist mir ganz blöd, jetzt auf sich hinzustellen. Steht denn hier rum? Kann ich das alternativ? Boah, Alter, die ganze Stadt ist ja voll. Das ist jetzt blöd. Ich muss ja da jetzt komplett raus. Noch mal anders, ich schieb die jetzt. Sorry, dass ich jetzt den Unfall baue. Alles verschüttet. Danke. Jo, jo, alles gut. Ich fahre einfach eine andere Route. Jetzt sagt mein Navi, es passt so. Aha. Ich fahre jetzt natürlich ein bisschen anders als es geplant. Aber wie fahre ich denn jetzt anders? Ich fahre jetzt mehr oder weniger, ich fahre jetzt auch Ahlbeck. Ja, der fährt oben rum. Alles klar. Nee, passt so. Weil ich wollte jetzt nicht da unbedingt da rum. Ich könnte jetzt nicht immer Wolgas fahren, ne? Ich fahr immer Wolgas. Ich zeig euch die Seebrücke, das was ich in letzter Folge mal angeschnitten habe. Ja, ich stehe aber auch schon wieder. Was ist denn hier los heute? Das ist scheinbar die Ecke hier. Nix war das. Ich lasse mich hier nicht aufhalten. So, weiter. Manchmal hilft so. So, wir fahren jetzt weiter. Erstmal ins Feld Richtung Ahlbeck. Oh, ist hier nicht. Irgendwas blendet hier extrem die Sonne. So, wir müssen ja jetzt mal Richtung Anklam. Nein, wir fahren da nicht nochmal zurück. Wir fahren dann über Wolgas raus. Wir fahren heute eine kleine Inselrundfahrt hier im Urlaubsparadies. So, wir haben 21 Kilometer bis Ahlbeck. Oh, Alter. So, geradeaus oder links? Warte mal, ich muss jetzt gerade gucken auf die Karte. Geradeaus. Gerade aus. Wir werden auch nicht nochmal zurück nach Usedom fahren, das ist Schwachsinn, weil. Oh, es fängt dann zu regnen auch noch, oder was?
Ja, ich liebe die, deswegen sage ich ja dynamisches Wetter. Ja, das ist schön, da kann ich mehrere Städte verbinden. Ich habe es jetzt verrafft, dass ich mal, ich hätte auch Berlin, Potsdam, Leipzig mit dir, Leipzig, Potsdam, Berlin mit dir, ich habe Potsdam nicht freigeschaltet. Das müssen wir doch machen, das wollen wir doch mal mitnehmen. Das machen wir auch noch. So, jetzt müssen wir hier links rein. Keine Ahnung, es würde sowieso nicht gehen. Na komm, fahr. Die bauen sie wieder irgendwas. Alter, meckert nicht rum. Mach den Scheiß doch alleine. 21,5. Das ist typisch deutsch, ich mache hier alles und jeden zu beschweren. Gut, ich kann es genauso. So, wir sind jetzt gleich nahe weg. Jetzt kann ich aber da jetzt auch mehr Leute aufnehmen müssen. Wahrscheinlich, aber werden wir gleich sehen. Und damit herzlich willkommen da weg. Nichts noch mit rüber. Ich wollte mich auch rüber drücken gerade, aber weil der genau den Moment der LKW gebremst hat, war ich raus, dass der dann war. Ein Kilometer Ankauf, 19.10 Uhr, also wir sind schon relativ pünktlich da. Der Stau hat natürlich extrem gefressen nochmal. So, oder jetzt? Ach, scheiße. Ohne den Transporter wäre ich wahrscheinlich nicht gewesen. So soll ich warten, bis der Gegenverkehr raus ist. Der ist rein, sehr schön, danke. Damit herzlich willkommen auf. Vielleicht da hinter Wunderland. Wir haben ja auch wieder Leute an Bord. Und damit haben wir Halbeck. Vielleicht auch noch gleich mal laufen. Aber ich muss wahrscheinlich die Dings entsperren, ne? Die Seitenklappe. Ja. Ja, kontrollieren wir noch heute die Tickets. Nein, nein, der ist hier. Mahlzeit, bin ich hier richtig? Ja, bist du. Du bist der Herr Joshua Steinmetz. Alles klar. Hallo, hallo, hier sind wir. Hallo? Hallo? Ja, bist du? Du stehst doch so, also du hörst gar nicht mit dazu, okay. Nee, bist du nicht. Du bist doch ohne Michael Pohlmann. Nein. Ja, du bist richtig, du bist hier ein hier ausweit, nicht das hier, die hier. Ja, fahr ich. Tawana Ehrlich. Oh. Bleib dabei, alles hier Büchner, jawoll. Ja, du möchtest das Celine? Und damit hast du ein Fahrticket. So, du hast...
Du bist Oliver Katzner. Da vorne bist du. Jawohl. Wer bist du? Nein, Sie wollen bestimmt mein Ticket. Natürlich bin ich das. Du bist... Bist die Seidel. Da unten über. So, jetzt steht noch hier einer rum. Saphira Reichert. Jawohl. So, damit kommt es mal. Damit müssen wir eigentlich alle an Bord haben, ne? So, Türen zu. Fahrgastmonitor haben wir an. Und weiter geht die Reise Richtung. So, weiter geht unsere Strecke Richtung. Wir fahren jetzt wieder zurück nach Volga, über Wolgast. Ich weiche jetzt mal gerade ein bisschen von meiner Strecke ab. Warte mal, ich kann ja ein bisschen Bescheid sagen. Ne, wir sind ja da an. Okay. Mit Wahlfahr müssen. Nee, ich dürfte. Ich glaube, dass ich nicht im Rot jetzt gefahren bin. Ich habe nämlich keine Ampel gesehen. So, jetzt gucken wir mal. Kann man hier schnell tanken? War doch gut drin, ne? Ein Liter? Ein Sprit? Ja, das ist auch gut aus. Das ist auf jeden Fall. Warte mal, ich fahre nur eine etwas andere Route, als der mir jetzt vorgibt. Weil er sagt mir jetzt wahrscheinlich in Arlberg gleich irgendwann links. Ich werde aber straight geradeaus Richtung Wolgas fahren. Um euch auch da die Ecke noch zu zeigen. Eventuell kriegen wir da sogar noch. Ich weiß nicht, Wolgas muss da eigentlich mit dabei sein, weil es ist auf der Liste offiziell drauf. Nicht, dass es dabei ist. Aber ich möchte euch eigentlich die berühmte Seebrücke zeigen. Also diese Überfahrt. Auf diese Luse, damit die über Wolgas kommt. Da werde ich euch jetzt natürlich die... Oh, Strand. Schön. Warte mal, das Wetter. So, also wie gesagt, wir müssen jetzt gleich irgendwann sagen, wir müssen abbiegen. Ich werde das Feld geradeaus weiterfahren. Ich bin doch nicht... Ja, wir können. Wohlgemerkt, wenn wir können. Nicht, dass man dachte, nee, das Spiel ist nicht. Aber eigentlich dürft ihr uns nicht... Eigentlich dürfte der uns nicht. So, wir dürfen ja offiziell 100 fahren. Das heißt, wir können mal ein bisschen Gummi geben gerade. Aber sollte man nicht übertreiben. So, jetzt sagt er mir. So, sagt er mir links Richtung Usedom. Ich fahre jetzt geradeaus. Ich ignoriere jetzt gerade. Mein Navi wird sich hier umstellen. Wir haben ja Zeit. Ich denke, jetzt soll ich mal eine Stunde zu früh links hin. So, ich bin sogar jetzt umstellen. Ja, tut er jetzt auch. Und er schickt das jetzt wahrscheinlich um den Wolgas. Ja, genau das, was ich wollte. Ich möchte Dinge zeigen. Ich möchte Dinge zeigen im Let's Play. Ich will gerade, ob ich das Video mal meiner Mutter zeigen soll. Dann auch immer zeigen, hey, guck mal, die Seebrücke sieht man. Ja, tatsächlich arbeitet meine Tafel dort, ne? So, gerade mal so nebenbei. Wie gesagt, die ist berühmt. Wo sind wir jetzt gerade? Das ist schon Wolgas, oder? Das ist Ikaritz. So, Wolgas Kosaro, geradeaus. Ah, alles klar. Den machen wir denn doch, glatte. Wetter ist natürlich total toll. Schiedwetter hier auf der Höhe, auf der Küste. An der Küste. An der Küste? Auf der Insel. Ja, so ist richtig. Gut, weiter geht's. Richtung Wolgas. Anguckt in Stralsund. Wir haben 120 Kilometer bis Stralsund. Aufpassen, wenn ich hier sich so warte.
Jetzt kommt die scharfe Linkskurve. Rechtskurve. Mit Bahnübergang. Die Frage, fährt überhaupt ein Zug? Hat das schon mal jemand erlebt, dass sie einen Zug hat? Nee, doch. Also, keine Ahnung. Doch, eigentlich schon. Klar, natürlich. Ich kenne es ja. So, da wäre eine Tankstelle und wir haben noch ein bisschen was drin. Dann Sprit einmal. Wir werden jetzt mal so tun, als hätten wir nichts mehr drin. Jetzt muss ich gerade gucken. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir ja die Räume noch ranfahren müssen. Wappa. Keine Sorge, ich möchte nur ganz kurz tanken. Schickt das jetzt anders? Nee, ich glaube nicht. Wir wollen nur die, ich will nur die Tanke. Ich möchte tanken, du Arsch! Ich sehe natürlich total toll hier. Ich muss mal mit der Serie einsetzen. So. Ich setze die Leute zurück, dann war die halt an die Tankstelle. Jetzt ballern wir voll. Jetzt können wir tatsächlich sogar tanken. Ja, es soll so sein. Ich muss nur gerade den Tank voll machen. So, fortsetzen. 177 Euro. Gasoline, Tanke voll. So, jetzt muss ich doch gerade gucken, dass ich hier rumkomme. Ja, scheiß Auto! Jetzt soll ich das hier rumkommen in einem Rutsch, ne? Ich verballer mir gerade hier alles, ey. Ich wollte euch auch das Tanken mal kurz zeigen. So, jetzt müssen wir nämlich wieder rechts raus und dann fahren wir Richtung Wolgast zurück. Ja, ab da, Vollgas! So, Tank ist voll, Bus ist in Ordnung, also ab. Ich kann doch nicht am machen, ne? Kann doch gar nicht so sein. Ja. So, ich hoffe, dass wir richtig sind. Ja. Ich bin auch mal ein bisschen Verspätung auf dem USA. Mittlerweile Ankunft ist 19 Uhr. Ja, Ankunft ist 21:25 Uhr. Wir haben jetzt 19:53 Uhr. Nö, eigentlich sollte das von der Zeit her passen. Wo sind wir jetzt hier?
Zerowitz, natürlich, kennt man doch. Gott, ich muss so kurz die Scheibe ausmachen, weil die mich gerade ein bisschen nervt, weil die gerade quietschen. Es ist natürlich jetzt nicht mehr regnerisch. Es war nur ein bisschen nass, aber es ist okay. Das Wetter wird jetzt besser. Wir kommen nach Zerowitz rein, auch ein Ort, den ich natürlich kenne. Und so schnell wir drin sind, sind wir auch wieder draußen. Oh, die Sonne blendet aber schon extrem. Ist das ein Untergang? Ja doch, klar, natürlich, muss ja. Sieht es wahrscheinlich gleich in der Nacht irgendwann. Und da ist sie doch, die berühmte Seebrücke. Wenn ihr über Wolga, wenn ihr nach Usedom reinfahrt, über Wolgast. Hallo Tante, da bin ich. Ich muss jetzt aufpassen, weil der Blitzer steht ja tatsächlich wirklich. Ich sehe nicht wirklich einen Blitzer. Weil hier nicht unbedingt mit mehr, mehr 100 durchquetscht, durchballert. Boah, da die Sonne, die steht aber scheiße. Kann ich nicht runterstehen sonst? So, und das wollte ich euch zeigen. Hier ist natürlich links die Werft von Wolgast. Erfolgsfest, ne? So, wie ist es jetzt gleich nach, also die Sonne müsste jetzt vielleicht verstanden sein. Hier ist kein Wald, das ist eine Stadt, das war eine scheiß Bordsteinkante. Und damit sind wir tatsächlich das erste Mal auch in der Nacht unterwegs. Wir haben jetzt noch 90 Kilometer bis Stralsund. Geht Richtung Anklam Rostock. Ist schon die ersten Rügana. RÜG ist Kennzeichen Götze für Rügen. So, weiter. Das war auch ja. Wir haben jetzt noch, ja, noch 90 Kilometer, genau. 92 Kilometer sind noch. Ich blende aber schon extrem. Also 100% ist die Sonne noch nicht unten. Wow, die Sonne! Die habe ich nicht gesehen. Entschuldigung! Ach, das war fantastisch. Wow, ich bin die Heizkammer, scheiße. Ich wollte verfahren jetzt gerade. Warte, gibt es Alternative, daraus? Hast du das links jetzt? Warte mal. Nee, gerade. Ah ja, okay. Alles gut, alles gut. Ich habe nichts gesagt. Wir können noch mal eine kleine Zeit fahren. Darf ich? Stell dich mal bitte um. Ich will jetzt nicht mit dem Mund in den Verkehr nach hinten lüften. Ja, machen wir das doch nicht. Fahren wir hier mal rechts und dann sind wir wieder auf der richtigen Bahn. Fahren wir nur ein bisschen mehr. Selbst wenn wir mal zu spät kommen, ist es so. Wir sind bisher überpünktlich immer wieder da gewesen. Bis jetzt ist alles gut. Nur jetzt habe ich mich gerade ein bisschen zu sehr verzettelt, weil ich die, auch die Ecke nicht drauf geachtet habe. Da bin ich zwar da, aber... Ja. So, jetzt habe ich hier mal rechts. Jetzt muss ich auch noch mal rechts und dann sind wir schon wieder da. Aber wir fahren jetzt wieder zurück. Da muss ich nicht mitten im Berufsverkehr nach hinten setzen. So, warte mal. Jetzt muss ich gerade gucken. Jetzt muss ich mich noch ein bisschen orientieren. Jetzt muss ich mich ein bisschen an der Karte orientieren. Er sagt mir jetzt gerade... Warte mal. Wo geht's jetzt gerade da lang? Geradeaus? Ernsthaft? Warte mal, ist das richtig? Ist das richtig, geradeaus jetzt durchzufahren? Ja, ne? Sieht so aus, ja. Einmal da rum, genau. Und dann geradeaus, ja. Okay, alles klar. Gut, passt. Und dann wieder rechts. Oh, das haben wir auf der Ecke hier, ne? Ecke ist natürlich total toll. Und jetzt fahren wir, genau, jetzt habe ich hier habe ich dann einfach verpasst, müsste ich wieder, wenn ich rausgehen muss, jetzt muss ich hier nämlich geradeaus weiter.
Ja, ich links gewohnt und dann bin ich voll am Ort. Ja, ja. Aber das ist gut, wir sind wieder auf der richtigen Bahn. Aber wie gesagt, ich wollte euch das tatsächlich jetzt gerade in Wolga sagen. Diese Seenbrücke ist tatsächlich gut. Das ist eine Hebebrücke, also wenn das Schiff runterkommt, geht hier hoch. Und wie gesagt, da wo arbeitet meine Tante. So, wir machen jetzt straight runter. Hier ist das Depot. Einkauf, jo. Das Flixbus-Depot von Wolgast. Ich finde, dass ich jetzt die Wolgast nicht so gerade als Wolgast jetzt als Dings freigeschaltet eigentlich, als alte Stellenalternative. Nee, habe ich nicht, ne? Jetzt gibt es nicht diese Freigestelle, warum auch immer. So, wir machen jetzt weiter, auf jeden Fall Richtung. Aber ich wollte das euch wieder einmal kurz gezeigt haben. Achso, wir haben jetzt gerade 7:30. So, der nächste Ort. Das ist Züssow. Das klingt natürlich alles schon wieder alles norddeutsch. Moin moin! Ich glaube, ich sag mal auch so, dass man auch wieder geht. Kleiner schnuckliger Ort. Sieht tatsächlich viele. Boah, das ist überrascht. Das blendet aber sowas von extrem gerade. Ich halte mal kurz bitte an. Tut mir leid, dass ich gerade mal kurz was anhalten muss. Bei mir ist das gerade einfach zu viel. Das blendet mich einfach gerade extrem. Ich muss jetzt gerade die Sonnenblende runterkommen. Sie sind ziemlich nichts auf der Straße. Ich sehe immer noch nicht wirklich viel, weil die Sonne so beschissen steht. Das sieht schon wieder ein bisschen besser. Ich bin gerade ein bisschen konnten. Nicht an Video konzentrieren. So, offiziell haben wir noch 75 Kilometer bis Stralsund. Weiter geht's danach auf jeden Fall weiter Richtung, ich würde mal sagen, in Richtung Rostock. Das werden wir uns dann auf jeden Fall noch freischalten. Gut, dann geht's einfach mal in Richtung Hamburg. Oder? Wenn wir Rostock haben? Ja, Rostock. Genau, dann Rostock, Schwerin, Hamburg, würde ich sagen. Und dann geht es weiter Richtung Kiel und Flensburg. Müssen wir gucken, wie weit ob ich alles in einen Rutsch reinkriege. Dann habe ich euch den Norddeutschland weg. Und dann werden wir mal schauen, ob wir dann weiter Richtung Wilhelmshaven, Bremen, die Ecke mitnehmen. Also ich will euch jetzt eigentlich in der nächsten Folge oben Norddeutschland zeigen. Das sind die vier Orte, die da oben noch drin sind. Wie gesagt, Hamburg, wenn ich dann darf. Aber eigentlich müsste das ja alles, sind da alles noch. Aber wir sind mit auf der Route, wahrscheinlich wird die deswegen noch nicht freigeschaltet. Die nicht angezeigt. Aber das ist so das die nächsten Ziele. Und ja, wir müssen auch dann ein bisschen auf die Lenkzeit achten, ne? Dass wir dann sagen, hey, aufpassen müssen. Ja, das war nicht nur diese 4,5 Stunden, um komm, ich will eigentlich drunter bleiben immer. Wie gesagt, ich zeige euch quasi mehr oder weniger eine Route pro Folge. Also meistens so, dass wir dann gewisse Teilgebiete mal freischalten, also dass wir ein bisschen was gesehen bekommen. Also ich werde euch, das Display wird daraus bedeuten, dass wir alles abfahren. Alle Städte zeigen. Oh, ich sehe, ey, das ist richtig fies gerade, die Sicht. Vor allem, ich meine, ich habe die Sonnenblende unten, ja, aber. So, sind wir jetzt in Gützkow. Ah, durchaus vom Namen her bekannt. Aber jetzt nicht. Nur hat einen Wiedererkennungswert. Eigentlich weiß ich nicht, ob ich jetzt tatsächlich mal hätte gucken können, wo der Ort, wo meine Oma gewohnt hat, ob der mit drin ist. Nach Usedom. So, jetzt fahren wir. Gucken wir mal gerade kurz, was die Autobahn sagt. Wir müssen jetzt hier links auf die Autobahn Richtung. Schauen wir jetzt. Rostock? Rostock, alles richtig? Ich glaube, es ist richtig, ne?
müsste ja eigentlich. Theoretisch vom Sinn her. Ich hab's jetzt so nicht erkannt. Aber ja, mein Navi wird schon irgendwie sagen, jo, passt. Wow, Alter. Es ist aber noch nicht dunkel, perfekt, noch nicht perfekt dunkel. Also noch nicht richtig dunkel. Die Sonne steht immer noch extrem tief und ich sehe halt nichts. Ja, 50 Kilometer bis vor Stralsund sind wir jetzt mittlerweile. So, ich habe natürlich jetzt überhaupt nichts erkannt auf den Straßenschildern. Ich muss jetzt wirklich straight auf mein Navi vertrauen. Weil ich sehe nichts. Rostock, Schwerin, Stralsund, Zellin. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt gleich runter. Ja. Das sehen wir dann in der nächsten Episode ab. Wahrscheinlich dann in der nächsten Episode. Du kannst wahrscheinlich das Richtung Rostock, okay? Ich wundere, dass Wolgast nicht mit drin ist. Flitzbus. Eigentlich ist es. Das ist wahrscheinlich immer noch die Ansage. Ich höre sie Gott sei Dank hier vorne nicht. Boah, ich muss jetzt übelst aufpassen. Jetzt gar nichts. Oh, das ist ekelhaft gerade. Jetzt kann das ja so noch leicht neblig ist dabei. Hier baut natürlich wieder der Autobahn auf bis 2035. Das scheint mal hier Standard zu sein. Aber auf jeden Fall ist das vielleicht noch witzig. Aber wenn er dauerhaft ist, ist es einfach, man sieht es nicht einfach. Wir sind jetzt. Oh, wir sind schnell unterwegs, ne? Wir sind 60 fahren, wir sind mittlerweile bei über 75, glaube ich, gewesen gerade. So, 30 Kilometer noch, lieber Leute, wir haben noch 26 Minuten, also durch das, selbst durch das Tanken. Vielleicht momentan sieht es gut aus, von der Zeit her. Bleiben wir pünktlich, das ist die große Frage, oder geht's weiter? 29 Kilometer, oder 28 Kilometer noch, also deswegen, ja, das wird jetzt, ein kleiner Wettlauf mit der Zeit. Erstens natürlich der Stau. Was natürlich aber klar ist und zweitens natürlich auch die Tankpause. So, ich wollte jetzt mal euch auch das Tanken zeigen. Ich wollte, muss jetzt natürlich nicht komplett leer ballern. Und deswegen habe ich auch meine Sitzposition ein bisschen erhöht. Kann ich auch nicht überholen, ne, weil hier gerade A wenig Sicht ist. Gut, ja, wir dürfen über 80 fahren, gut. So. Jetzt müssen wir gucken. Wie lange ist jetzt? Müssen wir rechts oder was? Sind wir schon in Stralsund? Nein. Warte. Ich muss mich jetzt gerade nur orientieren. Doch, wir müssen über die Brücke rüber. Wir müssen hier raus und dann über die Brücke rüber. Gut, wir könnten schon in Stralsund sein, weil es sind noch 14 Kilometer. Ich habe auch Stralsund hoch nach Rügen, hat auch eine ziemlich bekannte Brücke, die ich zwar schon lange nicht mehr gefahren bin. Ich glaube damals auch selber nie gefahren. Nee, ich bin nie gefahren, natürlich nicht. Ich habe Fragen. Wer kennt sie nicht? Die weltberühmten Traktoren an der Brücke. Das sollte, glaube ich, nicht so sein. Das ist jetzt wieder zu pissen. Du fixst, da kannst du geradeaus drüber. Schön, wie so Schiedwetter an der Küste war. So, 8 Kilometer noch. Dann sind wir gleich da. Oh, da haben wir hoch. Wir sind sich drüber rätseln. So, da können wir wahrscheinlich jetzt auch die Sonderbewegung machen, weil die ist jetzt, glaube ich, eher unwichtig.
Es ist mittlerweile dunkel. So, Apfel, grün, warum müssen wir pflanzen? ZOB? ZOB, das könnte klingt ziemlich interessant. Also wie gesagt, verkehrsdicht auf 50 Stellen und dann habt ihr genug zu tun. Das reicht dann auch. Das steht hier wirklich nicht ewig. Und wie gesagt, ich habe ja auf YouTube schon diese Situation gestanden, dass ich mich dann gesagt habe, ich orientiere mich mal gerade ein bisschen anders. Mal richtig einordnen hier. Und dann bist du eigentlich jetzt gleich der Fußabfassung. Nur natürlich extrem großzügig, gerade die Spuren mit. TTB, das kann nur richtig sein. Viele rote Ampeln jetzt gerade, ne? Jetzt verlieren wir nämlich die Zeit. Jetzt haben wir nämlich die Zeit, die wir uns gerade so ein bisschen rausholen. Nochmal, wir waren zwischendurch tanken, ich musste ein bisschen reagieren, ich hatte eine Schaudose dann. Wir haben uns mal zwischendurch verfahren. Jetzt ist halt so. Wir werden es nicht pünktlich schaffen. Zum ersten Mal nicht. Aber es ist dann leider. Na, wo bleibt er denn? Na komm, gut. Jawohl. Wunderbar, 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 wunderbar. So. Och, alle, die übertreibt jetzt auch mit den Scheißampeln, ne? Geradeaus oder was? Sehe ich das richtig? Ja, ne? Muss eigentlich jetzt geradeaus sein. Geradeaus zum ZOB? Warte mal, hier oben sind wir jetzt gerade. Ja, sieht so aus, ne? Ja, geradeaus und dann wieder raus. Genau, okay. Wunderbar. Also wir fahren jetzt geradeaus die rote Angellinie und dann fahren wir danach die gelbe Linie. Waren wir dann straight noch in Richtung Zellin und dann haben wir für uns heute unsere Fahrt abgearbeitet. Wir sind natürlich jetzt schon wieder eine Verspätung drin, aber wie gesagt, diese drei Ampeln jetzt, die haben natürlich jetzt den Zeit gefressen. Aber du siehst das einfach so. Warum nehmen wir den Busfahrer? Also, das ist Verspätung. Ich habe zutage auch das schon gehabt. Wo du da gar nicht auf den grünen Zweig kommst. So, da bin ich doch wieder. Und damit herzlich willkommen in Stralsund. Okay. Moin Moin! Tür, geh mal schnell auf! Moin! So, jetzt müssen wir mal kurz unsere Checkerfrage zu kontrollieren. Du möchtest das Celine! Damit bist du richtig! Du bist Mira Neu! Sind nur drei Leute an Bord eigentlich? Du möchtest das Straßburg? Nein! Ja, du bist richtig. Du bist wer? Allerrechter. Also da müsstest du eigentlich noch. Da stehen ja mehr Leute noch rum, aber die wollen wir dann. Moin, du bist der Kimmy. Kimmy Fox, jawohl. Danke sehr. Kannst dich von deinem Bruder trennen. So, damit sind wir jetzt soweit fertig. Und können natürlich gleich unsere Fahrt fortsetzen. Und machen es wieder auf weiter Richtung Celine. So, der letzte Teil, deine Folge ist es nicht, es wird alles zusammengeschnitten. Der letzte Teil der Fahrt, wir reisen heute weiter nach Celine. Bis weiter. So, können wir gleich weiter? Bis dann. Hier sind wir noch gesperrt, warum auch immer. Da ist mittlerweile freigeschaltet.
Mal gucken, wo ich raus muss. Wahrscheinlich da wieder raus, wo ich rein bin, ne? Ja. So, weiter geht's heute nach Celine auf die große Insel Rügen. Da freue ich mich jetzt gerade besonders drauf. Finale Ankunft in Rügen ist, glaube ich, 22 Uhr 41. Das war doch gelb, okay. Sprich in einer guten Stunde. Und wenn wir Glück haben, kommen wir diesmal auch wieder pünktlicher. Also weit ist es eh nicht. Die Brücke da vorne ist, glaube ich, schon die Überfahrt. Da werden wir uns auch hinfahren. So. Ja, das sieht schon so richtig aus. Alles klar. Wunderbar, wunderbar. Ja, 50, 57 Kilometer sind es jetzt nochmal bis nach Celine und dann sind wir durch. Dann haben wir eine erste Fahrt mit 4 Haltestellen tatsächlich mitgenommen. Und dann fahren wir in der nächsten Episode sehr wahrscheinlich den Norden zu Ende. Sprich mit Kiel, Flensburg und Hamburg. Ja, Bremen haben wir, doch, Bremen haben wir auch theoretisch mit drin, oder? Ist Bremen mit drin? Da, wo wir müssen wahrscheinlich warten, bis wir die neue Route aufbauen können. Ach, da wird das Schlecht LKW da. Weiter! Geht's jetzt über die berühmte Schiffbrücke. Kann man da sieht erstmal noch gelb. Ja, jetzt haben wir noch plötzlich rot. Da haben wir noch eine rote Ampel vor uns. Das Wetter könnte natürlich deutlich besser werden. Aber so ist es halt. Nee, in der Küste, da ist auch manchmal ein bisschen Regen, wird der angesagt. Aber was mich halt, ich finde halt extrem schade, dass halt keine Fall, keine, boah, Alter, was trennt die Leute mit den Ampeln? Ich muss ja wegen, mich gleich auszuloggen, wenn der Bus steht. So, jetzt fahren wir schnell auf die Insel Rügen über die natürlich ziemlich berühmte Seebrücke. Auch die ist bekannt. Die ist relativ neu sogar. Die hat, glaube ich, keine 10 Jahre drauf. So, ich nehme mal das Gas wieder weg. Herzlich willkommen. Wie sieht das? Sollte das nicht Rügen heißen? Nur so nebenbei gerade. Links habt ihr natürlich die schöne Ecke. Hier rechts habt ihr übrigens tatsächlich die IC-Strecke nach Bergen auf Rügen. Ich hatte mich da interessiert. Ja, es gab eine Zugverbindung, aber ich konnte man verfolgen. Ich weiß nicht, wo die kommen. Von Köln aus, glaube ich, oder was? Nach Bergen auf Rügen. Sind wir schon selber ein paar Mal gefahren. Ja. Ja, so ein paar Mal mit meiner Oma bin ich immer gefahren. Meine Oma war ja, ich war ja viel mit meiner Oma unterwegs, also nach Rügen gerade. So, eigentlich müsste ich jetzt hier recht laut sein, laut dem Navi. Aber, laut der nächste Zeige nach Berlin. Aber scheinbar sagt er gerade, nö, das ist nicht. Nehmen wir so mit. Wahrscheinlich der Weggesteller. Ihr müsst euch gerade höllisch aufpassen, weil hier die Straße, die Kurven. Ich hab nichts gesagt. Scheiße. Gut, das Wort habe ich mal kurz selber mitgenommen, aber ich habe keinen Unfall gekriegt. Ich habe keine Meldung. Und ich habe schon lange keine Meldung bekommen, von wegen Klimaanlage zu kalt. Also scheint die 21.5, die wir gerade haben,
angenehm sein. Ey. Ich habe echt irritiert, dass du mir schilderst, dass du Usedom statt Chica Usedom tauscht, wenn ich den so bin. So, 38 Kilometer noch. Wir haben jetzt kurz vor 22 Uhr. Wir sind mal in Berlin gestartet. Dann sind wir gleich da. So, hier können wir nämlich schön dran ziehen, diese Gas geben. Ich weiß nicht, okay, was da dann schon. Ich wollte jetzt gerade wissen, was die Orbiter Ort heißt, der neben uns ist. Die haben wir, glaube ich, gar nicht auf der Karte drauf, ne? Das Örtchen hier. Das kleine Städtchen, was hier so nebenan ist, weil wir in der Tankstelle und so. Ah, wir waren ja tanken. Wir waren ja ein Vollgas tanken. So, 26 Kilometer noch und dann sind wir tatsächlich wieder pünktlich. Wenn jetzt. So. Hier ist gesperrt, hier können wir gar nicht hoch. Macht das total Sinn, jetzt in der LKW noch zu buchen hier. Aber ich bin froh, dass ich jetzt gerade vorbei bin. So, damit sind wir jetzt von der Autobahn runter. 15 Kilometer noch. Und dann haben wir unsere große Fahrt mit 4 Haltestellen auf Usedom und auf Rügen. Unsere Inselrundfahrt beendet. Ja, da haben wir es schon fast geschafft. Dann sind wir in Celi, wo wir jetzt auch angekommen sind. Und herzlich willkommen in unserem letzten. Nein, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Erstmal zur Begrüßung und ein neues Foto. Geil. Ich brauchte eh ein neues Foto von Ausweis, von daher alles gut. Boah, Alter. Welche Polizei? Hast du gerade richtig gehört, dass ich ein Polizei da was irgendwo hinter mir war? Polizei, Krankenwagen, wo man in die Richtung? So, wir sind jetzt eh gleich da, jetzt muss ich mich ein bisschen hier durchorientieren. So, hier ist doch mal eine. Die heißen tatsächlich, wie heißt die stille Polizisten heißen sie, glaube ich, diese Dinger, ne? Ich meine, stille Polizisten heißen sie. So, 2 Kilometer noch, wir haben jetzt noch 19 Minuten. Und dann sind wir bitte auf der kleinen Verspätung in Stralsund. Sind wir ja, tatsächlich final pünktlich durchgekommen. Und da ist unser Ziel. Und damit herzlich willkommen in Celine. Vorher die Wüste schnell und günstig Landwisse sein können.
So, Fahrgast an. Fahrgastraumlicht. So. Keine Sorge, ich sichere kurz den Bus noch immer ab. Ihr könnt euer Gepäck rausnehmen. Und dann ist hier dunkle Fahrt beendet. So, ausloggen. Nehmen die Punkte mit. Und wir haben nochmal 1500, also 443 haben wir gekriegt, 1500 insgesamt. Überpünktlichkeit, ja, wie gesagt, bis auf die eine Haltestelle in Stralsund haben wir es tatsächlich sehr, sehr pünktlich durchgekriegt. In Stralsund habe ich mich ein bisschen verfahren und wir haben in Wolgast getankt. Darum jetzt, das kann, ansonsten wäre wir auch pünktlich gewesen. Fahrplanmäßige Abfahrt 2 von 3, ja, ich bin einmal zu früh ein bisschen raus. Aber ich wollte jetzt nicht noch 5 Minuten warten. Leselichtfreigabe, okay, 0. Klimaanlage 90%. Hat wunderbar gepasst mit den 21,5. Haben sie ja abgespielt, 2,2 von 3. Ich habe den durchlaufen lassen, einfach. Ich habe es nicht bekommen da vorne. So, jetzt haben wir hier Radarkontrolle minus 1. Wir haben gerade mal kurz hier geblitzt. Dann doch schön 2. Ja, passiert. Immer. Die Straße gefahren 61,3%. Ja, die hat die, wie der scheiß Tankstelle wahrscheinlich, hat die übrigens runtergenommen, ne? Sicherheitsabstand nicht eingehalten, minus 9. Geschwindigkeit 87%. Ja, das ist doch aber eigentlich relativ gut getankt haben wir. Tank nicht leer gefahren. Naja, alles ist gut. Alles ist wunderbar. So, wir verabschieden uns heute. Und in der nächsten Episode bauen wir eine neue Route. Und die wird dann wahrscheinlich den Norden begleiten. Sprich, wir stehen ja jetzt in Zellin. Wir werden wahrscheinlich dann nach Rostock fahren. Und dann ja, Schwerin, Hamburg, Kiel, das werden wahrscheinlich so die nächsten Haltestellen werden. Dann haben wir das einmal komplett um alles durch. Flensburg haben wir noch nicht ganz frei, das machen wir dann, wenn wir Kiel haben. Gut, ich bin raus für heute, wir sehen uns wieder morgen, wenn ihr Bock habt, um 18 Uhr mit der nächsten Route. Bis dahin, tschüss!